Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ich habe mal wieder überlegt, was könnte ich für ein Video machen. Ich habe schon einiges in Planung, aber dafür muss noch ein Duft kommen. Und für das andere ist es noch zu früh. Hashtag Herbstvideo, Herbstparfums. Und da habe ich mir gedacht, weil ich ja schon meine Dior-Parfumsammlung gezeigt habe, zeige ich euch heute meine Guerlain-Parfumsammlung, denn ich habe schon einige Guerlain-Parfums, also ziemlich überraschend, wie viele es eigentlich sind. Und die möchte ich euch heute zeigen. Und im Zuge dessen mache ich direkt einen Disclaimer, denn ich habe schon jetzt ein paar Mal böse Nachrichten bekommen, dass ich ja immer, immer dieselben Düfte zeige. Also sogar in Hauls, wo ich neue Düfte zeige, zeige ich immer dieselben Düfte. Also Disclaimer, ja, ich zeige heute wieder Düfte, die ihr schon mal gesehen habt. Feel free, ich kann euch gerne meine PayPal-Adresse in die Infobox schreiben, dann könnt ihr meinen nächsten Haul finanzieren. Also, nee, jetzt mal ernsthaft, Parfum ist ein teures Ding, ja, und ich bin Normalverdienerin und ich kann nicht einen Haul dahin scheißen, so alle paar Monate, wie es früher Amy Loves Perfume getan hat, so ein Haul, wo sie Düfte im Wert von mehreren 1.000 Euro gezeigt hat oder mehrere 10.000 Euro sogar oder Dollar. Das kann ich nicht, aber ich versuche regelmäßig neue Düfte zu entdecken und euch auch zu zeigen. Aber natürlich sind auch Sachen dabei, die ich schon länger liebe und die ich einfach schon länger in meinem Herzen trage. Und das sind eben auch meine Empfehlungen. Und das sind halt auch Empfehlungen, die ich euch von Herzen weitertragen kann und sagen kann, ja, die lohnen es sich wirklich zu kaufen. Und war das jetzt ein Satz? Die lohnen, es lohnt sich wirklich, diese Düfte zu kaufen. So. Und da ist immer wieder der Zug im Vordergrund, weil da auch Düfte dabei sind, die nicht mehr wirklich auf dem Markt sind. Aber man kann sie gebraucht kaufen im Zug, eBay. Kleinanzeigen, Vinted, yadi yadi yada. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach ein paar Düfte, die es noch normal im Handel gibt und auch ein paar Düfte, die schon discontinued sind und ein paar Raritäten sind aber auch immer wieder im Zug zu bekommen sind. Also es lohnt sich immer wieder bei parfumo.de vorbeizuschauen. Hashtag not sponsored. Und das war der Disclaimer. Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt. So, machen wir weiter und fangen an. Ja, womit eigentlich? Es sind so viele Düfte, die ich hier habe und es sind so viele Schönheiten dabei. Aber fangen wir mit einem wunderschönen Guerlain-Duft an. Und das ist Mon Guerlain. Und da habe ich jetzt vor gar nicht langer Zeit festgestellt, was aus der Mon Guerlain-Reihe, die ja mittlerweile aus sehr vielen Flankern besteht, für mich der schönste Duft ist. Und das ist Mon Guerlain Eau de Parfum Sensuel. Den gibt es eigentlich nur auf dem brasilianischen Markt, kann man aber ganz normal, wenn man es beherrscht, bei Google zu suchen. Das können einige Menschen nicht, aber das ist ein anderes Thema. Eau de Parfum Sensuel sieht so aus. Hat so eine etwas andere Farbe von der Duftflüssigkeit, so ein bisschen karamellfarbener. Und das ist eben auch der Key von diesem Duft. Der hat diese Karamellbasis. Oh, der ist so sinnlich wunderschön. Und ich glaube, den tragen wir auch heute. Ich trage heute noch kein Parfum. Ich benetze meine Aura damit. Oh, es ist so wunderschön. Ihr macht euch keine Vorstellung. Der normale Mon Guerlain ist schon wunderschön. Aber Mon Guerlain Eau de Parfum Sensuel ist einfach, wie der Name auch schon sagt, sinnlicher, weicher, sexier. Wow, einfach nur wow. Also diese Basis ist einfach zum Niederknien, diese karamellweiche Basis. Der ist nicht so laut vom Lavendel her. Ich hatte ja auch das Eau de Parfum Intense von der Mon Guerlain-Reihe, habe ich wieder verkauft, weil er auf meiner Haut eine Note entwickelt, die nervig wird. Die ist so sehr spitz, sehr stark, sehr stechend und das mag ich überhaupt nicht. Obwohl es eigentlich ein wunderschöner Duft ist, aber die Intense-Version ist für mich leider gar nichts. Vielleicht, wenn ich sie irgendwann nochmal ausprobiere, momentan leider nicht. Aber Eau de Parfum Sensuel aus der Mon Guerlain-Reihe, oh, ist das ein Traum. Ich kann euch was flüstern. Wunder, wunder, wunderschön. Und vor Mon Guerlain gab es tatsächlich schon einen Duft, der sehr ähnlich roch, beziehungsweise fast gleich. Und das ist Mon Exclusif. So sah die Verpackung damals noch aus. Den kann man auch noch relativ gut bekommen, oft auch im Zug. Er wurde aber auch noch re regulär bei Easy Cosmetics und so weiter verkauft. Also müsst ihr da auch mal ganz normal auf Google gucken. Und so sieht der Duft aus. Es ist so ein Schleifchen, den kann man sich personalisieren. Da habe ich auch Annie drauf geschrieben mit diesen Aufkleberchen. Und Mon Guerlain, also beziehungsweise Mon Exclusif, ist sehr ähnlich zum Mon Guerlain. Hat aber eine intensivere Lavendelnote. Ich sprühe mir einmal auf den Arm. Und im Dry Down auch nochmal. Oh,
Wow. Ja, also am Anfang sehr, sehr viel mehr Lavendel. Und im Drydown kommt dann auch nochmal eine richtig dichte, dicke, zähflüssige, sehr goldene Karamellnote. Wunder, wunderschön. Also wenn ich mich wirklich entscheiden müsste für eine Version aus der Mont Guerlain-Reihe oder generell aus der verwandten Gruppe, dann ist es entweder Mont Exclusif oder Eau de Parfum Sensuel aus der Mont Guerlain-Kollektion. Wunder, wunderschöne Düfte. Also, oh, das ist einfach der Duft ist pure Weiblichkeit, pure Sinnlichkeit. Deshalb macht ja auch Angelina Jolie dafür Werbung. Und das zu Recht. Die Frau ist ja sowieso Bombe. Ich liebe sie. Und ja, es sind wunderschöne Düfte. Also auch an die Männer, falls ihr ein wunderschönes Geschenk für eure Frau sucht und sie Mont Guerlain noch nicht besitzt, ist das eigentlich eine sichere Bank, würde ich jetzt mal behaupten, weil das ist ein wunderschöner Duft. Es sei denn, sie mag so süße Sachen nicht und Lavendel. Dann müsst ihr weiter gucken. Okay, womit mache ich weiter? Es ist so schwer. Es sind so schöne Düfte dabei. Auch ein Duft aus der Vergangenheit und den es leider schon lange nicht mehr gibt, ist My Insolence von, ja, was soll ich jetzt sagen, von Guerlain natürlich. Da. So ein toller Duft und ich war so froh, dass ich den bekommen habe, auch im Zug. Und Hilary Swank hat damals Werbung dafür gemacht und ich erinnere mich noch an die Plakate. Ich habe sie auch in den Parfümerien gesehen, aber damals hatte ich offensichtlich noch keine Parfum-Obsession. Oh, aber das ist so ein cremig weicher, am Anfang frischer, aber das gibt sich Gott sei Dank später, weil ich mag ja keine frischen Düfte. Das gibt sich später und wird pudrig, weich, Iris. Also diese Make-up-Lippenstift-Note kommt dann auch raus und das ist dieser Duft. Himbeere haben wir auch drin, also was leicht fruchtig, spritziges, was aber später im Verlauf pudriger wird. Sehr, sehr schöner Duft. Ich verstehe irgendwie nicht, warum der discontinued ist. Ist mir schleierhaft, weil ich den wirklich wunderschön finde. Aber ja, so ist es leider. Einige Düfte werden uns weggenommen und deshalb lohnt es sich, danach zu jagen. Also wie gesagt, auch im Zug oder bei Vinted kann man ihn auch hier und da mal finden oder eBay Kleinanzeigen. Und da lohnt es sich auch wirklich, weil das wirklich ein toller, toller Duft ist, der ja wirklich, wirklich elegant ist, aber auch jugendlich spritzig zugleich und wow, einfach nur wunderschön. Und Guerlain, das Haus Guerlain im Allgemeinen, hat schon so eine alte Tradition und Thierry Vasseur, der ja vordergründig jetzt Düfte für Guerlain kreiert, ist ein Gott. Also der versteht es so gut, die Düfte zu komponieren und perfekt so diese Harmonie zu kreieren und wow, die Guerlain Vanille. Guerlain hat eine ganz, ganz bestimmte Vanille und die riecht man einfach immer raus. Und das ist für mich der Zauber an diesen Düften, weil es einfach immer von oberster Qualität ist. Und deshalb liebe ich dieses Haus so, so, so sehr. Wir haben noch einen Duft aus der Mont Guerlain-Reihe, habe ich euch ja letztens schon gezeigt, den Eau de Parfum Floral. Der ist auch mittlerweile discontinued, ist etwas süßlich, floraler, wie der Name schon sagt. Also ein bisschen jünger, frischer, spritziger, aber auch nicht zu frisch und auch nicht dieses muffige Blumenbouquet, was man sonst so bei floralen Düften kennt. Also eher so dieses Verspielte. Der Mont Guerlain, also dieser Geist von Mont Guerlain, den ich ja so liebe mit dem Lavendel und mit dem Karamell, der gibt sich so ein bisschen im Hintergrund. Aber dieses florale, süße Bouquet ist dann eher vordergründig. Also eher ein Frühlingsduft, verspielt, süß, weich, cremig, sehr, sehr schön. Aber auch discontinued kann man aber noch online bekommen. Wunderschön. Sehr, 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 sehr schön. Weiter geht's. Die Aqua Allegoria-Reihe kennen wir ja auch von Guerlain. Das sind ja sehr, sehr viele Düfte mittlerweile. Und auch da muss man immer darauf achten, wenn man einen Favoriten hat, holt ihn euch, weil Guerlain ja, fluktuiert da sehr, sehr stark und bringt immer wieder neue Düfte auf den Markt. Ich glaube, dieses Jahr kamen auch schon wieder drei oder vier neue Aqua Allegorias raus oder letztes Jahr und dieses Jahr. Und dafür gehen natürlich andere raus. Und da ist schon so viel hin und her gegangen. Also, falls ihr einen Favoriten bei den Aqua Allegoria-Düften habt, holt ihn euch. Hortet ihn, denn er kann sehr schnell wieder verschwinden. Genauso wie dieses Schätzchen hier. Aqua Allegoria Flora Nymphaea nannte er sich oder nennt er sich. Auch schon länger discontinued. Damals habe ich den im Abverkauf für 39 € bekommen, also sehr, sehr günstig.
Und das ist auch der einzige Arco Allegoria, den ich habe, weil die anderen mir alle zu frisch sind. Außer der mit dem Granatapfel, wie hieß er? Granada Salvia. Der ist sehr schön, der gefällt mir auch sehr gut. Da habe ich auch eine größere Abfüllung von. Granada Salvia ist sehr schön. Orange Soleil ist auch schön. Wenn man Orange mag, ist das wirklich sehr, sehr authentische Orange. Aber Flora Nymphaea hat mich damals gereizt wegen des Honigs. Und den hier habe ich immer sehr gerne an sehr heißen Tagen getragen. Dieses Jahr hatten wir Gott sei Dank nicht so viele davon. Ich hoffe, die kommen auch nicht mehr. Aber sehr schöner Duft, etwas floral, etwas cremiger, leichte Fruchtigkeit und dann der Honig halt im Vordergrund. Man muss wirklich an so eine Waldlichtung denken, wo die Sonne wirklich herunterscheint und man sich hinlegt und ein Picknick macht und die Elfen tanzen um einen herum. Das ist für mich dieser Duft. Also sehr, sehr schön. Ich habe ihn nirgendwo mehr gesehen. Ich glaube, der ist auch sehr, sehr schwer zu bekommen, aber man kann es immer wieder versuchen und ja, sich umschauen. Also den kann ich wirklich sehr empfehlen. Gerade wenn ihr Honig mögt und an heißen Tagen ist der wirklich Gold wert. You know. So, machen wir doch weiter mit den Klassikern und das ist definitiv Shalimar. Und da habe ich den klassischen Shalimar tatsächlich nicht. Den würde ich mir, wenn in der Vintage-Version kaufen, weil der einfach noch mal runder ist. Die neue Version ist auch wunderschön, natürlich, aber ja, Vintage-Versionen haben einfach noch mal diesen besonderen Kick. Und aus der Shalimar-Reihe, den ich jetzt streichen muss an seinem Bömmelchen, ist der Parfum Initial. Mittlerweile gibt es wieder einen neuen L'Initial. Den kann man im Moment nur online bestellen. Und wo es den noch gibt, wüsste ich jetzt leider nicht. Aber der neue Initial ist auch sehr, sehr schön. Kommt auch sehr nah an das Shalimar Parfum Initial ran. Aber das klassische Parfum Initial von Shalimar, da fehlen einem einfach die Worte. Es ist wow. Der ist so üppig, der ist so opulent, der ist so pudrig, weich, laut. Kennt ihr Coco Mademoiselle? Solltet ihr kennen. Wer kennt nicht Coco Mademoiselle? Das ist, glaube ich, so die elegante Tante von Coco Mademoiselle, würde ich jetzt mal sagen. Also, die haben so einen ähnlichen Vibe, aber der hier ist noch mal deutlich eleganter, deutlich runder, deutlich üppiger, deutlich. Ja, einfach mit diesem Je ne sais quoi, einfach wow, der hat diese Pudrigkeit und was gleichzeitig so eine Saftigkeit noch hat, wenn ihr das jetzt versteht. Also, ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll. Der ist einfach pudrig und saftig zugleich und das in einer Fülle, die euch wirklich umgibt und eine Aura, die der erstrahlen lässt. Es ist Wahnsinn. Der neue Initial ist wirklich, also auf den ersten Riecher, sehr ähnlich, aber deutlich weicher, deutlich zurückhaltender, deutlich ja schon fast wie so ein Mauerblümchen, aber trotzdem auch sehr, sehr schön. Aber Shalimar Parfum Initial ist einfach noch mal ein ganz anderes Level und den kann man auch noch relativ gut bekommen, wenn man ihn jagt, wenn man ihn will, kann man ihn auch kriegen und das ist gar nicht mal so teuer. Also ich habe hier auch eine Flasche bekommen, wo schon ein bisschen was raus ist, und dann habe ich noch eine größere Flasche als Backup, weil ich ihn einfach in meiner Sammlung haben muss, weil er einfach so schön ist, dass ich ihn nicht missen möchte. Und aus dem weiteren Shalimar-Geflecht möchte ich noch zeigen, natürlich mein Filtre de Parfum, was ich euch ständig um die Ohren haue, und da sind wir wieder bei. Ah, du trägst immer dieselben Düfte. Ja, weil der geil ist, weil er grandios ist, weil ich ihn euch zeigen muss, weil ich möchte, dass ihr den mal riecht, weil der so toll ist. Gerade wenn es kalt wird, wenn es Herbst, Winter wird, wenn die Abende knackig kalt sind, wenn man froh ist, wenn man wieder zu Hause ist, sich eine Duftkerze anstecken kann, wirklich durchgefroren ist und den Duft drauf hat und den dann immer wieder von seinem Schal in die Nase bekommt und dann hat man so ein Wohlgefühl, man fühlt sich geborgen, man fühlt sich einfach aufgewärmt von innen heraus und das ist einfach diese warme, fast schon schwarze Vanille, die euch von innen erwärmt und wow.
Den klassischen Shalimar-Geruch sollte eigentlich jeder schon mal gerochen haben. Und wenn nicht, dann kriegt ihr heute die Aufgabe von mir, bitte in eine Parfümerie eurer Wahl zu gehen und Shalimar aufzusprühen. Bitte. Ihr müsst es einfach mal erleben. So am Anfang könnte man denken, oh, it's an old lady scent. No, it's not. Es ist, wow, ihr müsst einfach diese Wärme abwarten, dieses wunderschöne, pudrig warme. Wow, es ist einfach klassisch, es ist göttlich und Filtre de Parfum hat einfach nochmal diese zusätzliche dunkle Vanille, die euch wirklich ja, absolut verzaubert. Und ich kann gar nicht genug betonen, was das für ein traumhafter Duft ist. Und wirklich, falls ihr Shalimar Eau de Parfum noch nie gerochen habt oder Eau de Toilette, geht ihr heute in eine Parfümerie eurer Wahl, wenn ihr Zeit habt, wenn nicht dann morgen oder am Wochenende und sprüht ihn euch auf. Bitte. Ihr müsst es erleben. Ein schönes Sammlerstück, was ich mir gegönnt habe, auch im Souk, war der Shalimar Eau à la Vanille sous la route Madagascar. Und das ist einfach der Shalimar Eau de Parfum mit Madagaskar-Vanille. Oh my God, it's so beautiful. Er ist so wunderschön. Den muss ich unbedingt haben, weil er da noch halt, ne, wie der Name schon sagt, diese Madagaskar-Vanille drin hat. Und auch der ist einfach Shalimar mit dieser wunderschönen Wärme und diese Vanillenote, diese frisch ausgestrichene Vanilleschote aus Madagaskar, die eine Reise im Orient Express hinter sich hat. Was soll ich euch noch sagen? Es ist einfach göttlich und ja, dieser dunkle Saft sagt schon alles. Der, wow, der ist einfach nur ein Traum. Und ich musste ihn in meiner Sammlung haben. Einfach auch wegen der traumhaft schönen Verpackung und ja, weil es einfach nur ein göttlicher Duft ist. Das ist für mich so ein Weihnachtsduft, so 90er Jahre Weihnachtsduft. Wir alle erinnern uns an irgendein schönes Weihnachten aus den 90er Jahren, falls ihr meinen Jahrgang 88 seid. Oh, waren das schöne Weihnachten oder das war irgendwie alles so warm und mit diesen wunderschönen warmen Lichtern und dann die Langnese-Werbung im Fernsehen und dann lief Home Alone und oh, so schöne Erinnerungen. Ach Mann. Noch ein Shalimar, den ich habe, da streiten sich die Geister, wie man ihn ausspricht. Shalimar Soufflé de Parfum oder Soufflé de Parfum, egal. Ist einfach der Shalimar, aber nochmal fluffiger und weicher. Und etwas zitrischer, also es ist wirklich so wie so ein Zitronenbaiser zum Aufsprühen. Ein sehr, sehr schöner Duft, der wirklich an Zitronengebäck erinnert. Fluffig, weich, mit Puderzucker. Ja, für zwischendurch mal sehr schön. Es ist nicht mein absoluter Favorit, aber auch eine sehr, sehr schöne Variante, eine sehr, sehr schöne Version des Shalimar. Aber Filtre de Parfum und der klassische Shalimar sind einfach meine Favoriten. Aber falls ihr ein bisschen Zitronenbaiser mögt, ist Shalimar Souffle de Parfum die beste Wahl. Womit machen wir? Weil ich bin gerade jetzt mitten im Flow, wo wir schon von pudrig gesprochen haben. Und oh, Shalimar, also es ist nicht Shalimar, Guerlain, wir sind bei Guerlain, wir sind nicht bei Shalimar, Guerlain. Versteht es einfach, diese eleganten, pudrigen Düfte zu machen, gerade mit der Guerlain-Vanille, aber diese Eleganz im Flakon einzufangen, ist wirklich eine absolute Kunst. Und da haben wir hier einen Duft, der seinesgleichen sucht. Und das ist L'Instant Magique Eau de Parfum. Wow. Das ist jetzt die vorletzte, also es kamen jetzt schon wieder neue Flakons raus, die sehen schon wieder anders aus als der. Das ist jetzt der vorletzte Flakon. Davor die Flakons sahen auch anders aus. Also ich glaube, der war mal schwarz und ach, keine Ahnung. Guerlain wechselt seine Flakons irgendwie wie die Unterschlüpper. Und wir bleiben aber beim Duft. Und der Duft hier, wow, der hat eine Pudrigkeit, eine Süße. Ich habe jetzt gerade leider nicht die Duftnoten vor mir. Ich kann sie gerade auch leider nicht ersehen, aber ich glaube, da ist auch Veilchen drin und Iris und einfach diese Make-up-Vintage-Pudrigkeit ist hier perfekt eingefangen und die Flüssigkeit. Guckt euch diese zart rosa Flüssigkeit an mit so einem leichten Lavendel-Touch. Wow, es ist unfassbar. Also, wow. Mir fehlen die Worte. Dieses Pudrige von diesem Duft kann man auch ganz schwer nachahmen. Ich habe auch noch nie was Vergleichbares gerochen. Also L'Instant Magique ist wirklich pure Magie für die Nase und umgibt einen wirklich mit so einer pudrigen Eleganz und
Ja, das ist wirklich so ein Duft, der lässt einen auch wirklich anders gehen, sich anders verhalten. Die Körperhaltung wird anders. Man fühlt sich also generell eleganter und er ist unbeschreiblich. Ihr müsst ihn unbedingt mal gerochen haben. Er ist ein absoluter Traum. L'Instant Magique, pudrig, 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 Vintage, Make-up, weich, fluffig. Den würde auch Dieter van Teese tragen, den würde auch Christine McConnell tragen. Also so würde ich ihn beschreiben. Also wirklich, der hat so einen wirklich schönen Vintage-Touch. Und auch der nächste Duft, den ich euch jetzt zeigen möchte, hat diesen Touch. Und ich habe ja durch meine Freundin Christina, Gieten Chic, diese Lippenstiftdüfte lieben gelernt. Also gerade diese irisweichen Lippenstiftdüfte. Und da habe ich mir vor gar nicht allzu langer Zeit den hier gegönnt. Und das ist aus der Elixir Chanel Serie, die jetzt leider discontinued wurde, zumindest die meisten Düfte daraus. Das ist French Kiss. Und wir alle wissen, wovon wir darüber sprechen. Ne? Also French Kiss. Wow, jetzt habe ich mich gestoßen. Ich habe mich gestoßen an meiner Parfumwand. French Kiss ist Himbeere, Iris, pudrig, weich. Ihr holt euren absoluten Lieblingslippenstift aus eurer Tasche, der knallrot ist, der purpurrot ist, tragt ihn auf. Und erlebt den schönsten Tag in Paris mit der Liebe eures Lebens. So, das ist dieser Duft. Er ist, wow, ich muss ihn mir auch nochmal aufsprühen. Auch mit Mangala vereint ist der traumhaft schön. Es ist unfassbar. Wie man es schafft, so einen Duft der Himbeere und dann diese pudrigen Noten von Iris in sich vereint. Nicht synthetisch oder künstlich oder pappig oder plastikartig erscheinen zu lassen, das ist wirklich eine Kunst. Und der ist einfach weich, der ist auch ein bisschen saftig durch die Himbeere und dann die Iris. Und man hat wirklich so diesen Duft von diesen Vintage-Lippenstiften in der Nase. Das ist wirklich dieser Duft. Und alleine auch die Farbe des Duftes ist, wow, ich halte das mal hier so ein bisschen ins Weiße. Kann man das dann sehen? Ja, also auch dieses wunderschöne Rot, Rosé. Oh, der ist schon ein bisschen girly, also kein sehr alter Duft, aber klassisch genug, dass er wirklich so diese Eleganz hat und einfach diese Lippenstiftpudrigkeit. Das ist dieser Duft und ich finde es absolut schade, dass der discontinued wurde. Beziehungsweise sieht es so aus. Ich weiß nicht, ob die nochmal neu aufgelegt werden in anderen Flakons oder auf andere Weise. Guerlain hat ja generell jetzt eine Umstellung. Auch die Exklusivdüfte wie Spiritus Double Vanille, die werden jetzt neu aufgelegt. Werden leider sehr, sehr teuer. 100 Milliliter kosten fortan 300 Euro. Das tut weh. Aber ja, ich hoffe, ihr konntet euch noch euren Liebling sichern, wie Spiritus Double Vanille oder Kir Beluga. Auch ein traumhafter Duft, aber ja, bald sehr, 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 sehr teuer. Also ja, ich weiß nicht, ob die nochmal wiederkommen. Online gab es die leider nicht mehr. Ich konnte ihn mir Gott sei Dank noch sichern und bin darüber mehr als happy. Und auch diesen Duft musste ich mir gönnen, weil ich darüber damals schon so viel gehört und so viel gelesen habe und Abfüllungen rauf und runter getragen habe. Und das ist Le plus beau jour de ma vie. Der schönste Tag meines Lebens. Habe ich euch auch schon ganz oft drüber erzählt und den gab es früher nur in Paris, dann nicht mehr und dann gab es den auch nur noch online und da habe ich ihn mir auch bestellt. Aber Le plus beau jour de ma vie ist für mich wirklich, der riecht für mich wirklich nach einem wunderschönen Tag. Und das bedeutet ja für jeden etwas anderes. Für mich ist es ein wunderschöner Herbsttag mit goldenen Blättern und man ist mit seinen Lieblingsmenschen zusammen und man macht alles, was man am liebsten tut. Man isst alles, was man am liebsten isst. Und man fühlt sich einfach nur wundervoll. Und das ist dieser Duft. Der hat eine traumhafte Zuckrigkeit, aber nicht zu süß. Diese Mandelsüße hat der. Und dieses Puderzucker-Mandelsüße, dieser Duft ist wirklich einfach nur
Unique. Er ist wirklich nur ein Unikat, ist wunderschön, Karamell, Mandel, Puderzucker. Das riecht wirklich wie der schönste Tag meines Lebens. Und so möchte ich auch am wunderschönsten Tag meines Lebens duften. Was auch immer der sein mag, wann auch immer der sein mag, eigentlich ist er jeden Tag, man sollte jeden Tag genießen. Und ja, dieser Duft spiegelt das absolut wider und er ist einfach nur wunderschön. Eigentlich ist es ein Hochzeitsduft, weil das ist ja eigentlich immer der schönste Tag im Leben. Ne, das ist halt das absolute Klischee, aber ja, dieser Duft kann einfach der schönste Tag für jeden sein. Es muss keine Hochzeit sein, es kann alles sein und das ist dieser Duft allemal. Ich empfehle wirklich jedem, den mal zu testen. Man kann ihn auch im Zug als Abfüllung erwerben und den dann mal erleben, denn das sollte wirklich jeder mal erlebt haben. So eine wunderschöne Komposition aus dem Hause Guerlain. Wow, einfach nur wunderschön. Machen wir weiter, wo wir gerade bei L'Instant waren, haben wir jetzt hier den klassischen L'Instant de Guerlain noch in der alten Flakon-Version. Genau so sah der Flakon auch davor aus. Für den hier nur war der hier, der Magique war schwarz, meines Wissens nach. Ich weiß es aber leider auch nicht mehr genau, aber so sah der damals aus. Und der klassische L'Instant ist für mich ein ganz, ganz weicher, zarter, wirklich sehr zurückhaltender floraler Duft. Den kann man tragen, wenn man nicht too much sein möchte, wenn man einfach nur so einen Hauch eines Duftes tragen möchte, aber schon wahrgenommen werden möchte. So, oh, die trägt aber was, so einen zarten floralen Schleier, der leicht süßlich ist, der was ganz, ganz Zartes, sehr Zurückgenommenes hat. Das ist dieser Duft. Also, wenn ihr nicht so stark auffallen möchtet, aber dennoch eine Aura der leichten Süße, der leichten Fluffigkeit, floralen Anteilen haben möchtet, dann ist das euer Duft. Also der ist wirklich wunderschön für jeden Tag eigentlich. Und guck mal, die Duftfarbe. Ich muss mich gerade noch mal kurz an den erinnern, weil ich den auch schon länger nicht mehr getragen habe. Ja, das ist eigentlich der perfekte Duft für den Frühling. Also wenn ihr euch fertig macht und das Wetter ist wie heute, es strahlt die Sonne vom Himmel, es ist hellblauer Himmel und die Blumen blühen und ihr wollt einfach nur wirklich so was ganz Zartes, Weiches, Blumiges haben. L'Instant von Guerlain. Perfekt, der ist perfekt. Also ich kann euch wirklich sagen, ihr werdet ihn lieben, wenn ihr einfach nicht von allem too much haben möchtet. Wunderschön, wunderschön. Machen wir weiter mit dem kompletten Gegenteil, mit der absoluten Sexbombe im kleinen Schwarzen. Und das ist L'Appétit Robe Noir Eau de Parfum. Das kleine Schwarze von Guerlain. Und da habe ich ja schon gesagt, dass ich den öfter tragen muss, weil der Duft eigentlich so schön ist. Das ist dieses Lakritz mit schwarzer, saftiger Kirsche. Sehr, sehr sexy, sehr, sehr üppig, sehr, sehr erotisch, muss man sagen. Also man muss wirklich an eine verruchte Nacht im kleinen Schwarzen und darunter die schönste Lingerie denken. Also. Der hat schon ordentlich Bums, muss man sagen. Also schwarze Kirsche, Lakritz, verrucht, wird im weiteren Verlauf durch die Tonkabohne sehr warm, sehr, sehr anschmiegsam. Also wirklich, es ist schon wirklich sehr erotisch, ein sehr, sehr sexy Duft. Also wenn ihr wirklich sexy wirken wollt, so wie ich, dann ist das euer Duft? Also wirklich L'Appétit Robe Noir. Gibt es mittlerweile auch schon tausende Versionen. Es ist eine absolute Sexbombe. Kirsche, Lakritz, Tonkabohne, warm, sexy, üppig. That's the scent. It's beautiful. I love it. Den werde ich im Herbst definitiv mal öfter tragen, weil ich ihn vernachlässigt habe und das wollen wir nicht. Zwei Düfte habe ich noch für euch und das ist für die Herren der Schöpfung, aber wir wissen ja, alles, was in der Parfumwelt ist, ist Unisex. Also jeder kann tragen, was er will und was er soll und was er möchte. Ist egal. Und da haben wir L'Homme Ideal und L'Homme Ideal Extreme. Und wenn ich mich für einen entscheiden sollte, was ich so oft gefragt wurde bisher schon, wäre das der L'Homme Ideal oder Parfum. Der Extreme ist auch wunderschön. Der hat mehr Würze. Der hat mehr dieses Zimt, sehr würzig, sehr üppig, sehr dieses Süßliche, aber ach, der L'Homme Ideal,
Der ist so geil, weil der einfach diese Mandelsüße hat. Der hat Mandel, der hat Kirsche, der ist süß, der ist. Wow, oh mein Gott, der ist so geil. Der ist so geil. Also den möchte man auch gerne an einem Mann riechen, aber der ist absolut Unisex, kann man nicht anders sagen. Aber einfach diese weiche Mandel und dann die Kirsche und dann dieses. Man kann es kaum beschreiben, dieses Süße, dieses. Mir fehlen gerade echt die Worte. Es ist der absolute Hammer. Er hat auch ein bisschen was Honigartiges, aber dann schon eher der Extreme. Ich mag den Extreme auch super gerne, aber eher so in der Winter-Weihnachtszeit, weil der halt wirklich würziger ist und also mehr so diese Zimtgewürze hat. Aber der hier mit Mandel und Kirsche und. Ja, der ist so leicht versaut, muss man echt sagen. Der hat wirklich was sexy ist. Der ist schon eher der hat den Schalk im Nacken, würde ich mal sagen. Der hat wirklich den Schalk im Nacken. Also, liebe Männer, schaut euch gerne mal da um und guckt euch den an, sprüht ihn euch mal auf. Also, mir guckt kein Mann zu, glaube ich, also wenige. Aber falls mir jemand zuguckt, hallo, guckt ihn euch an. Er ist wirklich eines Blickes wert, gerade jetzt für die kühleren Tage. Wärmt ihr euch wirklich auf und wärmt auch, glaube ich, die Blicke, die euch dann hinterher. Also der hat wirklich eine Aura. Also wenn an mir ein Mann vorbeilaufen würde, der den trägt, würde ich auch mal so. Also ja, ein wunderschöner Duft. Müsst ihr wirklich mal testen. So, und das war es dann jetzt auch von meinen Guerlain-Düften. Es können gerne noch mehr werden. Also ich dachte eigentlich, es wären mehr. Aber ja, es ist mittlerweile eines meiner liebsten Häuser geworden. Le 68 wäre auch noch ein Duft. Also der ist geschrieben Le, also LE 68. Ist auch ein traumhafter Duft, auch mit Mandel. Ihr seht, ich stehe sehr auf Mandel und der ist weich, der ist pudrig, der ist unfassbar lecker. Auch ein sehr schöner Duft. Aber wie gesagt, Montguerlain stellt seine Exklusivdüfte jetzt um und macht sie noch ein bisschen exklusiver, also auch noch ein bisschen teurer. Sehr schade, aber es ist leider so. Aber deshalb lohnt es sich auch immer wieder nach den alten Düften zu forschen, zu suchen. Und ja, da werde ich euch auch nochmal die Plattformen in die Infobox schreiben. Und ja, das war's. Welche sind eure allerliebsten Guerlain-Düfte? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, da würde ich mich sehr darüber freuen. Und ich hoffe, auch wenn wieder Düfte dabei waren, die ihr schon öfter gesehen habt, war da vielleicht eine kleine Inspiration dabei und ihr hattet trotzdem Freude am Video. Und jetzt wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Wisst ihr Bescheid? Habt einen wunderschönen Tag, passt auf euch auf und bleibt bitte gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.